Willkommen zurück zu Final Fantasy VI. Yay! Da wir hier schon mal waren in diesem Gebiet, haben wir noch eine Sache bereits gemacht, die wir nochmal zeigen müssen. Nachdem wir jetzt hier diese lustige Variation des Chimera-Hirns erledigt haben. Dafür brauchen wir sowieso einen Chocobo. Genau. Passenderweise habe ich den da schon geparkt. Dafür brauchen wir den Chocobo, den wir sowieso schon mitgenommen haben, und müssen wieder zum Anfang dieses lustigen Gebiets hier zurücklatschen. Wir sehen nämlich auf der Minikarte, da rechts von uns ist noch etwas, da ist ein Abschnitt. Ja. Und wir wissen auch noch, vor einer halben Ewigkeit haben wir mal bei der Mien-Offensive schon mal einen Chocobo gekriegt. Und wo gelbe Chocobo-Federn auf dem Boden liegen, da können wir mit einem Chocobo in neue Gebiete kommen. Und hier liegt eine gelbe Chocobo-Feder. Genau, wenn wir hier nach rechts gehen, dann ist hier nämlich noch eine gelbe Chocobo-Feder. Quelle Surprise. Nachdem wir gegen Belgemine gekämpft haben, die uns mit Shiva bekämpft hätte, die uns das Großziehen von Bestias beigebracht hat, hätte sie uns gesagt, dass wir sie in ihrem geheimen Tempel besuchen sollen. Ja, in dem geheimen Boremien-Tempel oder irgendwie sowas. Ja. Und genau da sind wir nämlich hier in diesem Remium, Gebiet. So Tempel was. Remium. Ja. Und da ist ein Lemur. Sieht aber hübsch aus, der Tempel. Muss man sagen. Oh Gott, das ist ein sehr stylisches Gebiet hier. Nette Architektur. Ich meine, ich hätte nicht ganz so viele Türme überall hingebaut, aber klar, warum nicht? Halt einfach nette Architektur, ne? Ja. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um das Außengelände, bevor wir uns um das Innengelände des Tempels kümmern. Genau, da wollen wir gerade hin, denn hier auf der linken Seite steht ein Chocobo. Yay, Chocobos! Reden wir mit dem Chocobo. Und da läuft ein Dings vorne rum. Quee! Ja. Ja, da liegt ein Kombo-Spheroid für Albed-Lexika auf dem Boden. Ja, viel wichtiger ist, hier hinten lag ein Albed-Lexikon auf dem Boden. Ja, das dann auch das aktuellste ist, wenn wir jetzt hier dann können wir jetzt mal in unsere Items gehen. Wichtige Items relativ weit unten haben wir nämlich Albed-Lexikon 23 und 24. 23 aus der Stellenebene, 24 von hier oben. Ja. Ja, genau. Außerdem ist das hier kein Kombo-Spheroid, wie wir auch wenn er so aussieht. Ja. Wenn er so aussieht. Auf der anderen Seite des Tempels wartet ein besattelter Chocobo. Besteige ihn und laufe gegen diesen Chocobo um die Wette. Wenn du auf den Chocobo steigst, beginnt sofort das Rennen. Da fragt man sich immer noch, wer in aller Welt dieses Spheroiden hier hinterlassen hat. Und wie lange diese Chocobos da schon stehen müssen. Ohne Futter. Sind das untote Chocobos? Vielleicht. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall können wir mit dem linken Chocobo nichts machen. Hier rechts steht allerdings gespiegelt nochmal einer. Und wenn wir mit dem reden... Außerdem ist er gar nicht besattelt. Der hat keinen Sattel an. Der hat aber oben zumindest Zaumzeug. Ja. Quee! Er will, dass ich aufsteige. Ja, reiten, nein, lieber nicht rennen erklären. Ja, also in dem Rennen ging es grundsätzlich erstmal darum, dass wir als Erster unten ankommen mussten. Ja, mach erstmal das Rennen einfach. Ja. Das erste Mal, dass wir das gewonnen haben, haben wir dafür den Nebelspiegel bekommen, den wir schon haben. Genau. Also dieses Rennen hier, wenn man es das allererste Mal macht, kann nur eine einzige festgelegte Belohnung geben, egal wie man spielt. Des Weiteren stehen hier überall Kisten auf dem Feld rum. Wenn man das erste Rennen schon geschafft hat und die erste Belohnung gekriegt hat, welche immer der Nebelspiegel ist, sofern man das Rennen denn gewonnen hat, kriegt man 5 unterschiedliche Belohnungen für dieses Rennen hier. Allerdings nur, wenn man keine von diesen lustigen, bunten Flaggen hier berührt, diese leuchtenden Obelisken. Je mehr Kisten wir geöffnet haben, desto besser wird die Belohnung, die wir für das Rennen hier kriegen. Ja, gewonnen! Doppelausrufezeichen. Gewonnen, da hinten war der andere. Stangen berührt, nullmal. Schatztruhe geöffnet, einmal. Potion halten. Weil wir die Belohnung aber schon abgeräumt haben, kriegen wir jetzt leider nur noch Potions als Belohnung. Ja. Die einzige Belohnung, die wir noch kriegen könnten, wäre die dafür, dass man alle 5 Schatztruhen, die auf dem Feld sind, öffnet und da noch immer vor dem anderen Chocobo ins Ziel kommt und dabei keine andere Flagge berührt hat. Was extrem schwer ist. Extrem schwer. Ich würde einfach zur Demonstration mal eben kurz versuchen, die den Vierer-Sieg zu schaffen. Wir haben dafür... Was haben wir für eigentlich noch Tolles gekriegt? Sind hier irgendwo drin? Ich finde sie nur gerade nicht. Wir haben dafür irgendwas bekommen. Handgranaten. Vielleicht ist es einfach nicht geordnet. Quatsch, nicht manuell, automatisch. Automatisch wäre gut. Wir haben irgendwas 30 Mal gekriegt, meine ich. Ne, hier, Wind des Jenseits haben wir 60 Mal bekommen. Haben wir den Wind des Jenseits nicht gerade? Das haben wir gerade eben bekommen. Nein, das war's nicht. Muss weiter unten sein. Noch weiter unten? P-Pille, Mondschleier. Ich hätte auch noch weiter unten ist. Pendel. Wir haben Pendel bekommen. Wir haben Gigantenflügel und Pendel mal 30 bekommen. Ja. Das war's. Das sind die Belohnungen, die wir hierfür gekriegt haben. Daraus könnten wir lustige Sachen in unsere Waffen einschmieden, wenn wir wollten, durch Umbau. Ja, und mit zumindest einer davon kann man witzige Sachen basteln mit Riku.
Ja, er will, dass ich aufsteige. Ich will gleich nochmal ins Umbaumenü gehen und mal kurz zeigen, was wir damit machen können. Ja. So, wir haben uns dazu entschieden, dass der Sieg mit allen 5 Schatztruhen zu lächerlich schwer ist, deswegen versuchen wir das gar nicht erst. Die Belohnung dafür wären 60 Dreigestirne. Und eine PS3 Trophäe. Die nichts wert ist. Ja, aber. Ja. Ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Jedes Mal, wenn man eine Schatztruhe öffnet, hat man dadurch auch gleichzeitig eine kleine Abkürzung, wie man sieht. Deswegen kann man es überhaupt auch nur schaffen, vor dem anderen Chocobo ins Ziel zu kommen. Weil der andere Chocobo ist ganz schön schnell. Wenn man überhaupt keine Schatzkiste mitnimmt, ist es schon relativ eng. Ja, in der Tat. Deswegen haben wir 4 als Limit genommen, was wir schaffen wollen. Ja, das größte Problem daran ist eigentlich weniger, alle 5 Schatztruhen zu öffnen und vielleicht noch vor ihm anzukommen, wenn man nicht die ganze Zeit ständig irgendwie gegensteuern müsste, weil die Kamera hier sich ständig ändert. Ja, die Kamera dreht sich stark und man hat nur gefühlte 8 Richtungen, die man sich bewegen kann. So, und das war der Sieg mit 4 Schatztruhen. Ja. Das war die beste Belohnung, die wir geholt haben. Ansonsten kriegt man die anderen Belohnungen halt dafür, dass man nur 3, nur 2 und dann nur eine Schatztruhe öffnet. Ja, und dann bekommt man eine ganz tolle Portion. Für nur eine und zwei Schatztruhen waren auch nicht so toll. Das waren irgendwie ein Elixier. Und ein Finale-Elixier, glaube ich. Ja, das war's. Und dann halt die Pendel und die Gigantenflügel. Und die Gigantenflügel, genau. So, dann würde ich mal eben in den Umbau gehen. Ach ja. Das mal kurz wenigstens demonstriert zu haben, was wir beim letzten Mal auch gemacht haben. Was hast du denn jetzt gemacht? Falsch nur verdrückt. Jetzt können wir nämlich hier unten mit Panel Raritärenfreak. Beim Klauen hält man immer eine Rarität. Da könnten wir also eine Rüstung für Rico schmieden, mit der wir Ultra-Items klauen können praktisch. Ja, oder für Kimari oder für Yuna inzwischen. Die können wir alle klauen. Außerdem HP-Expander für die Gigantenflügel. Der HP-Limit kann das HP-Wert kann den Limit von 9999 übersteigen. Wobei Tidus im Moment 2700 Maximum HP hat, von daher für ihn nicht so ganz nicht nützlich. So und in Waffen kannst du auch schmieden, da sind ja andere Abilities, die man reinschmiedet. Ja, in diesem Mumba Eis zum Beispiel. Da könnten wir zum Beispiel Triple HP. Ja. Mit nicht, dafür haben wir nicht genug Gigantenflügel, aber in der Theorie. Würde es mit Gigantenflügeln gehen. Ja, und die Pendel kann man hier, glaube ich, überhaupt nicht reinschmieden. Ich glaube auch nicht, aber den Wind ist jenseits, den kann man da reinschmieden. Ich glaube, dafür kriegen wir Totschlag. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Todesattacke. Ja, die hat fast immer tot zu Angriff und Techs. Ja, was sehr nützlich sein kann. Ich würde fast vorschlagen, jetzt wo wir das haben, kaufen wir eine Fangwaffe für Rico und geben der Totschlag. Damit sie beim Klauen Leute umbringen kann. Ja, dann kann sie nämlich rauben, fangen, töten. Ja. Was sehr nützlich wird. Sehr nützlich. Ja, ist allgemein und nicht unpraktisch. Totattacke zu haben ist gut. Ja. Kann man so stehen lassen. Ja, hier haben wir so ein tolles Ding und hier haben wir Bergini stehen. Das ist Temperemium von innen. You've got quite a name to live up to, daughter of Braska. Ja, Bergamine will mal wieder unsere Stärke testen. Ja. Wenn wir das erste Mal mit ihr reden, können wir nur gegen Valve kämpfen. Wir haben bereits gegen alle ihre Bestias gekämpft. Ja. Wenn man dann Valve besiegt, kann man dann gegen Ifrit kämpfen, dann kann man gegen Ixion kämpfen, etc. Dann kann man gegen Shiva kämpfen, dann kann man gegen Bahamut kämpfen. Ja. Man bekommt da. Man kann da, glaube ich, nichts für, außer halt am Ende Bahamut besiegt zu haben. Nein, man kriegt für jeden Kampf. Ach ja, stimmt, da haben wir für jeden Kampf Abilities für unsere. Wir kriegen überall Bestias bekommen. Items für und diese Items sind eigentlich genau dafür gedacht, dass wir unseren Bestias was beibringen können. Deswegen kann Ixion Blitzgar. Ja, deshalb kann. Das kann Valve Hast. Sammelt bekommen. Deswegen kann Bahamut Vitra, weil sie uns genau die Items gibt, die wir dafür brauchen, um den Bestias genau diese Fähigkeiten beizubringen. 60 X-Potions gegeben oder irgendwie sowas. Und zwar das letzte Item, was wir davon bekommen, wenn man Bahamut besiegt, ist dann hier unter wichtigen Items, man hat es vielleicht vorhin schon mal gesehen, ist hier unten diese Blumenkrone. Ja, birgt das Geheimnis einer unbekannten Bestia. Das ist schön. Damit konnten wir bis jetzt noch nichts machen. Ja, aber es ist eine Bestia. Ja, und da vorne ist noch eine lustige leuchtende Tür. Stimmt, die lustige leuchtende Tür kann ich natürlich auch noch überprüfen. Eine lustige leuchtende Tür. Hi. Die Tür ist durch eine Kraft versiegelt. Man könnte auch sagen, sie ist fest verschlossen. Ja. Die Bestias von ihr sind natürlich ziemlich heftig stark. Ja, so ein. Die haben dann schon mal so 30.000 HP oder so. Aber selbst dann sind sie in der Regel gar nicht so schwierig. Vor allem Bahamut, wenn man Valve Hast gibt und dann sich mit Protes vollhaut, ist er nicht das Riesenproblem. Ja, also unsere Strategie, die eigentlich sehr gut funktioniert hat und wodurch diese Kämpfe ziemlich einfach geworden sind, war halt unserer Bestie erstmal Protes zu geben. Und Valverus, weil der gegen Bahamut antreten konnte, weil das unser Bahamut halt nicht konnte. Ja, die anderen haben wir mit Bahamut besiegt, weil Bahamut immer ist. Größtenteils. Ja.
solange die selber Protest haben, ist es so leicht, die eigene Ekstase wieder aufzuladen, dass die Bestias alle in Scherzen zu besiegen. Der Hauptgrund, warum wir nicht unbedingt Shell wirken möchte, ist, dass man sich selber damit Vita nicht mehr so gut heilen kann. Ja, wenn man Shell auf sich wirkt, dann heilt man sich durch Vita weniger. Das ist etwas... Dann sollte man den Bestias vorher Sub-Vita beigebracht haben und das benutzen zum Heilen oder sowas. Ja. So, jetzt da wir da runtergeflogen sind, wollen wir nicht noch was anderes machen, was wir nicht auch schon aktiviert haben. Wir müssen nochmal ganz weit zurücklaufen. Ja. Aber das haben wir auch schon aktiviert, von daher dürfen wir jetzt nochmal ein bisschen zurücklatschen. Ja, aber da haben wir uns zum Glück bis jetzt noch nicht drum gekümmert. Da sind wir jetzt tatsächlich endlich in neuem Content. Also wir haben jetzt tatsächlich gerade den Punkt erreicht, bis wohin wir beim letzten Mal gespielt haben. Ja, fast. Wir hatten danach noch was getan und gespeichert, aber ja, wir sind fast soweit. Ach ja? Ja. Ich meine nicht, also wir waren kurz nochmal hier in dem Gebiet, aber wir haben ja nichts gemacht. Doch, wir haben mit Leuten geredet, was das aktiviert hat, aber... Das können wir ja nochmal machen. Ja, genau. Das ist recht simpel. Die Leute sind ja nicht weg. Ich bin immer noch voll geheilt, aber man kann sich trotzdem nochmal voll heilen. Kann nie genug voll geheilt sein. Ja, definitiv. Oder so. Hi. Natürlich hätte ich jetzt auch für Rico schon mal die Waffe kaufen können, aber... Ne, vergessen. Kann man gleich machen. Ja, nur dass wir gleich ohne Chocobo wieder durch die Ebene müssen. Ja. Juhu! Allerdings. Es lädt. Es lädt, in der Tat. Ja, also zuerst mal stehen hier vorne immer noch diese Typen rum. Oder sie stehen jetzt hier an dieser Stelle. Ja, sie haben sich seit Stunden warten wir auf meinen Mann, aber er taucht einfach nicht auf. Sie haben sich ein bisschen umpositioniert. Ja, es ist wichtig, dass man mit denen redet, deshalb. Wir wollen uns hier mit Fati treffen, aber er kommt nicht. Ja, das haben wir schon mal mit denen geredet, das hat das aktiviert. Die sagen aber auch jetzt nichts anderes, also. Ja, das hat etwas aktiviert. Das hat etwas aktiviert. Nämlich dadurch, dass wir jetzt mit denen geredet haben, können wir jetzt einfach zwei Bilder zurücklaufen. Ja, und können mal wieder in unseren Rastpunkt gehen. Ja, und hier steht Fati. Das ist nicht wirklich weit weg, der Fati. Ja. Ich wollte mich hier mit meiner Familie treffen, aber von ihr fehlt jede Spur, davon ist eine Kiste. Ja. Sie wartet dort drüben oder hoffentlich findet ihr euch? Nein, sie warten dort drüben. Oh, tatsächlich? Danke, Junge. Ja, hab ich weggeschoben, außerdem haben wir die Schatzruhe schon mal geöffnet, als wir damals hier waren. Aber ja, das ist eine Schatzruhe. Yay, und jetzt können wir wieder zur Familie zurücklaufen. Die jetzt ganz happy ist. Ja, jetzt haben wir die Familie wieder vereint. Damit ist die Familie jetzt unglaublich glücklich mit uns. Ja, mit Sicherheit. Und gibt uns großartige Belohnungen. Bestimmt. Bestimmt irgendwie so 20 Finalelixiere. Das ist das Mindeste, was ich erwarte. Ja, total. Warum ist euer Sohn nicht da? Jetzt ist das Kind weg. Dank Ihnen haben wir uns endlich getroffen können. Vielen Dank. Ja, das ist schön. Was hast du zu sagen? Dank euch habe ich endlich meine Frau wiedergefunden. Also zu deinem Sohn nichts zu sagen? Allerdings ist mein Sohn einfach allein in den Wald. Ah, okay. Jetzt sagt er was zu seinem Sohn. Sagst du jetzt was zu seinem Sohn? Ah, mein Sohn ist in den Wald, um nach meinem Mann zu suchen. Ja. Mann, ihr seid dämlich. Ja. Ja. Tja, jetzt müssen wir hier auf diesen wunderschönen Glitzerpfad. Den wir bis jetzt nur einmal als Abkürzung benutzt haben. Ja, aber er ist eine nützliche Abkürzung. Denn jetzt müssen wir erstmal den Sohn suchen. Der irgendwo im Wald verschwunden ist. Sohn. Hm, hier stand mal jemand, hat den Weg blockiert. Wo die wohl hin sind? Tja, da steht nämlich jetzt der Sohn vor. Ja. Hey Sohn. Wie hast du gerade gesprochen? Also irgendwas Wundersames liegt in der Luft. Da ist bestimmt was. Bestimmt ist hier irgendwas versteckt, was es wohl sein mag. Was es wohl sein mag? Nebelspiegel. Sein lassen oder verwenden? Sein lassen! Okay. Diesen Ort sollte man sich merken. Ich find's schön, dass es die Option überhaupt gibt. Ja. Echt? Hast du meinen Vati gefunden? Wow, danke! Oder wie sowas. Ja. Jetzt bedanken sie sich bei uns. Bye bye! Tschüss, Familie! Ich finde schön, dass keiner sich fragt, wie sie auf diesem komischen Kristallnebel hier laufen können. Ja, ich glaube, wir sollten den Nebelspiegel vielleicht auch mal aktivieren. Vielleicht ist es ja wichtig. Quatsch. Verwenden! Nebelspiegel. Ja, den wir, wie gesagt, im Rennen mit den Chocobos als erste Belohnung bekommen haben. Kling, Glitzer. Die definitiv einfachste Belohnung. Bleh. Und jetzt ist es plötzlich der Solaris-Spiegel statt dem Nebelspiegel. Ja, außerdem, pink blenden sieht man auch nicht so oft. Wohl wahr. Aber jetzt haben wir einen Solaris-Spiegel. Ray! Ja, da können wir zwar noch sonst weiter nichts mehr machen, aber jetzt haben wir den Solaris-Spiegel. Boah, tatsächlich können wir damit schon was machen. Und der Solaris-Spiegel hat jetzt einiges freigeschaltet. Ja. Ach ja, was können wir denn damit jetzt machen? Wir können damit eine gewisse Schatztruhe öffnen. Ja, das stimmt. Ja. Aber damit können wir hier an diesem Punkt in dem Wald noch nichts machen. Hier in dem Wald nichts machen, das ist richtig. Wobei wir dann noch sehr oft hin zurückkehren müssen in der Zukunft. Leider ja.
Leider ja. Gut, theoretisch kann man auch nur einmal hin zurückgehen, aber zwischendurch mal vorbeizukommen, hilft. Wohl wahr. Aber bevor wir das alles können, teile dich nicht wieder voll. Ich halte mich an jedem Punkt voll, auch wenn ich schon vollgehalten bin. Aber vorher müssen wir jetzt leider noch einmal quer über die Ebene laufen, ohne dass wir ein Chocobo zur Verfügung kriegen. Der Typ, der die Chocobos verleiht, zu weit weg ist. Ja. Allerdings gibt es ganz oben rechts auf der Ebene auch einen, der Chocobos verleiht. Leider hat man einen Newton kennengestellt. Ich wollte gerade sagen, ganz oben rechts ist hilfreich, wenn man von ganz unten kommt. Ja. Qual. Findest du nicht? Qual. Walker. Tu was für dein Geld. Walker, töte sie. Walker schafft es nicht mehr, die umzubringen. Walker, schweig. Oder Noob. Qual gefangen. Yay. Jetzt können wir es auch noch ausrauben für lustige Dinge, wie Magiequellen. Unter anderem, ja. Magiequelle! Yay! Du bist ja sowieso gerade stumm. Ja, glücklicherweise haben wir inzwischen auch alle Gegner nochmal gesehen, die es auf der stillen Ebene gab. Ja. Also damit sollten wir hier eigentlich alles jetzt gemacht haben. Auf der stillen Ebene gibt es allerdings, abgesehen davon, dass wir wieder zu dem Monsterladen rein müssen, um dann diese Kiste zu öffnen, gibt es noch etwas, wo wir jetzt noch nicht waren, was wir jetzt einsammeln können. Nachdem wir den Solaris-Spiegel haben. Das ging dir nicht so nützlich. Teil das doch mal raus. Mach mal Schaden. Batz! Riku, werde mal zu Auron. Auron, töte. Farewell. Kein Platz mehr für Qual. Okay, wir müssen keine Quals mehr fangen, denn wir haben jetzt die Maximalmenge an Quals. Ja, leider sind auch hier physische Angriffe immer noch die nützlichsten, von daher werde ich sie weiter versuchen zu fangen. Ja. Weil es keinen Sinn macht, mit irgendwem anders sie großartig anzugreifen. Macht irgendwie indirekt Sinn. Ja. Ja, wenn man 10 von denselben Monstern gefangen hat, dann kann man sie nicht mehr fangen. Das dann kommt einfach die Nachricht, es kann nicht mehr gefangen werden. Ja. Macht doch irgendwo Sinn. Den da würde ich auf jeden Fall anfangen. Wollte ich eigentlich auch nicht angreifen, aber... Ja, ich hab mir gedacht, du wolltest eigentlich die Skulls erstmal vernichten. Ja. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Lulu. Lulu weicht einfach jedem einzelnen Angriff aus. Can't hit me, can't hit me. Folger! Bring mich um. Ja. Vernichtend! Vernichtend! Das ist nicht so schön. Ja, der Hauptgrund, warum Lulu zum Beispiel keine Fangwaffe hat, obwohl sie ja immer so viel Schaden macht, ist, dass Magie leider nicht zählt fürs Fangen. Ja. Man muss sie mit physischen Angreifen angreifen. Von daher, wenn man nicht gerade mit irgendwie einem Mogri oder so versuchen will, Gegner zu fangen, sollte man es sein lassen. Ja. Wenn man daran nicht irgendwie einen kranken Spaß hat. Ja. Mit 23 Schaden zu versuchen, Kills zu holen. Ja. Das macht immer viel Sinn. Klauen, Traumpuder. Oh, ja. Diebstahl fehlgeschlagen. Gut, haben wir auch schon zweimal geklaut. Walker hat noch nichts getan. Walker, bring ihn mal um. Bitte mach auch 1000 Schaden. Oh ja. Skull, gefangen. Ja. Wir schlafen mit Tidus. Darf weiter schlafen. Wenn er schon sowieso keinen Bock hat, ne? Kotetsu! Yay! Ohne Items, ohne Fähigkeiten. Ist das dann Kotetsu? Kotetsu? Ne, Konter. Oh! Wow. Ist was richtig Gutes. Ja. Ich wollte sagen, also, ist doch in Ordnung. Wenn wir nicht gerade die Fangwaffen immer noch bräuchten, für manche Gegner, könnte man ihm fast Konter geben. Wohl wahr. Kann man vor Bosskämpfen ausrüsten oder so. Ja, irgendwie so. Wenn man weiß, dass Bosskämpfe kommen. Erstmal wieder Quals, die wir schon gefangen haben. Die ja. Hat allerdings immer noch Magiequellen geben, was sehr nützlich ist. Allerdings. Crit! Schöner Crit. Dafür ist sogar erstmal aufgestanden. Ich wollte gerade sagen, selbst der faule Qual ist dafür kurz aufgestanden. Eine Magiequelle geklaut, sehr gut. Das ist so beeindruckt von dem Crit, dass er Standing Ovation gegeben hat. Kein Eisler? Interessant. Scheinbar. Mensch, Chidos, könntest du auch ruhig mal umbringen. Yuna, jetzt darfst du klauen. Schnapp dir eine Magiequelle, Yuna. Magiequelle. Gute Arbeit. Es ist sehr nützlich, dass Yuna jetzt auch klauen kann. Ja. Riku, du darfst auch mal klauen. Raupe. Tidus. Also wirklich. Ah, lass es Auron machen, der macht einen Overkill. Ja, aber Tidus kriegt dafür Ekstase. Ja, gut. Ah, er macht's auch nicht. Netten Krillen geschafft. Ja. Lulu war noch nicht dran. Na, Lulu, dann. Tu nichts. Ja, die haben so hohe Blitzverteidigung, dass es nicht wirklich irgendwas bringt. Also, Magieverteidigung im Allgemeinen. Farewell! Kein Platz für Qual, ach was. Wissen wir schon, Auron, wissen wir schon. Ja.
Wundersfavorit. Mal 4. Ja, Kameraschwenk. Ja, wir müssen da vorne wieder knapp an dem Laden vorbei. Ja. Oder kurz zwischendurch in den Laden zum Vorheilen, aber... Wie immer. Ja. Nur die Ebene ist schon so groß. Können wir abhauen, Drecksviecher. Die Roboter brennen. Ja, tun sie. Der Qual hat die Roboter einfach angefackelt. Scheinbar. In der Nähe von einem so hochmagischen Wesen haben sie einfach Feuer gefangen. Scheinbar. Oh, irgendwie sowas. Komische Viecher. Ja. Was? Wo kommen so viele Quals? Ich kann dir nicht sagen. Tschüss. Sie sind mir jetzt zu doof. Ja, das verstehe ich. Niemand hat AP erhalten. Niemand hat Items. Oh. Keine Items. Keine Items, alle sind traurig. Ja. Und... Na. Ich wollte gerade, du hast es herausgefordert. Chance im Primitivschlag. Immerhin hast du eine Chance im Primitivschlag. Ja. Gegen die Brennbots. Burnbots und Qual. Kein Platz mehr für Qual, du hast ihn nicht beklaut. Ja, das ist richtig. Geben bestimmt trotzdem noch Handgranaten. Ja, auch wenn sie brennen. Auch wenn es brennende Sphären-Einheiten sind. Geben keine brennenden Handgranaten. Ja, leider. Und Waka, die bringen sowieso kaum AP, die Viecher. Und Kimari kann dann auseinandernehmen. Die noch nicht schon was? Nee. Nein, die noch nichts gesagt. Kimari! Nehmen ihn auseinander! Klau ihn zu Tode! Puck! Handgranate mal 3. Sehen wir auch selten, dass Kimari einen Kampf beendet. Wohl wahr. Eine weitere Fata Morgana mit nichts. Nur durch Klaueffekt. Ja. Während Riku dann weiter noch lustig ihren Kopf schüttelt, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder, wenn wir Solaris-Belohnungen absahnen werden. Yay! Bis zum nächsten Mal. See ya! Aloha!